Ja, 2 Stunden am Tag sind die Elefanten. Wir haben 10 in Köln in den Boxen quasi aufgestellt. Den Rest der Zeit laufen sie frei auf der Elefantenanlage hin und her. In diesen 2 Stunden machen wir das sogenannte Medical Training. Da kriegen die Elefanten gegen Belohnung beigebracht, den Fuß zu heben oder das Ohr anzulegen. Das hilft uns bei der medizinischen Versorgung, wenn man mal Blut abnehmen muss. Ist auch eine Beschäftigung für die Tiere. Man kann die Augen kontrollieren, man kommt nah ran, man kann die wichtige Fußpflege machen mit der Flex, das haben wir eben gesehen, ein bisschen rabiat, der Elefant merkt davon nichts. Ist eine Routine, findet tatsächlich täglich statt, wird von den Elefanten quasi auch eingefordert. Die kennen das und wollen das auch. In der Wildnis laufen Elefanten sich das ab. Wir sind schon sehr groß mit 2 Hektar hier, aber man muss da ein bisschen nachhelfen mit der Flex. Das natürlich, ich meine, wir haben jetzt schon 2 Hektar Anlage, aber das immer noch ausreicht für Tiere. Ja, genau. Dann gibt es große Löcher, über Kottich.